Nachdem die Güstrower Ende Mai über die personelle Zusammensetzung ihrer Stadtvertretung entschieden haben, stand am Donnerstag die konstituierende Sitzung an. In der ersten Zusammenkunft nach der Wahl ging es darum, die Arbeitsfähigkeit des Gremiums herzustellen. Dem Reglement nach eröffnet das älteste Mitglied der Stadtvertretung die Sitzung. Diese Aufgabe fiel Sabine Moritz aus der SPD-Fraktion zu. Die 72-Jährige stellte mit Paul Philipp Kruse das jüngste Mitglied vor. Der 19-Jährige gehört ebenfalls zur SPD-Fraktion, absolviert derzeit ein freiwilliges soziales Jahr und möchte im Oktober ein Lehramtsstudium beginnen. Also grundsätzlich habe ich nicht damit gerechnet, dass ich sofort in die Stadtvertretung reingewählt werde. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall sehr über das entgegengebrachte Vertrauen. 406 Stimmen, das hat mich sehr gefreut und ich bin auch ein bisschen überwältigt. Auf jeden Fall möchte ich mich im Bereich Umwelt und Jugend und Bildung engagieren und bin auch schon gespannt auf die Arbeit im Ausschuss. Ich werde wahrscheinlich im Ausschuss für Umwelt, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung mitwirken können und freue mich auf die Arbeit. Und ich hoffe, dass wir gut was umgesetzt bekommen. In der Stadtvertretung ist die CDU mit 8 Sitzen die stärkste Fraktion geblieben. Gegenüber der letzten Wahl büßte sie aber 2 Sitze ein. Als stärkste Fraktion stand ihr das Vorschlagsrecht für den Präsidenten der Stadtvertretung zu. Sie nominierte Andreas Ohm, der das Amt bereits in der letzten Legislaturperiode innehatte und ohne Gegenstimme wiedergewählt wurde. Ja, ich denke mal, die gute Arbeit mit den Fraktionen, die ich in der letzten Legislaturperiode begonnen habe, fortzusetzen. Ich denke mal, das ist auch ein Grund für dieses hervorragende Ergebnis, auf das ich sehr stolz bin. Ja, die Fraktionen gemerkt haben, dass ich als Mitglied der CDU-Fraktion zwar neutral als Präsident agiere und alle Sorgen und Ängste der einzelnen Fraktionen ernst nehme und hier nicht auf das Parteibuch schaue. Ansonsten ist es natürlich ein Ziel, Güstrow weiterhin als Präsident zu repräsentieren in der erforderlichen Form und damit auch eine Werbung für Güstrow zu machen, sei es bei den Partnerstädten oder bei sonstigen Veranstaltungen, die Güstrow aber auch außerorts stattfinden. Unverändert 7 Mandate entfallen auf die SPD. Ihr Kandidat, Philipp D'Acunha, wurde ohne Gegenstimme zum ersten Stellvertreter des Präsidenten gewählt. Die Linke erreichte mit 4 Sitzen ebenfalls die für eine Fraktion notwendigen 3 Mandate. Allerdings musste sich deren Kandidatin für das Amt des zweiten Stellvertreters einer Kampfabstimmung unterziehen. In geheimer Wahl setzte sich Juliane Schmiel mit 13-11 Stimmen gegen Steffen Golfke von der FDP durch. Die Freien Demokraten und Bündnis 90 Die Grünen erreichten je 2 Sitze und bilden zusammen eine Fraktion. Ihre Mandate zusammengelegt haben auch die Freien Wähler und Kurt Werner Langer. Kuddel, wie er ob seiner seemännischen Vergangenheit genannt wird, hatte sich als einziger der 4 Einzelbewerber durchgesetzt. Ja, ich habe mich darum gekümmert, schon immer die ganzen Jahre. Das ist ja die 4. Periode, die ich jetzt angehe. Und alle als Einzelbewerber, um dann nachher mit anderen Leuten zusammenzugehen, um dann auch Politik machen zu können. Ansonsten wird das nichts. Ich bin dahin gegangen, wo die Leute mich kennen und habe da meine Zettel reingesteckt. Und es hat geklappt. Es ist das beste Wahlergebnis, was ich bisher hatte. Toi, toi, toi. Güstrow freut euch auf mich. Mit Alexander Wulff steht dem Dreierbündnis ebenfalls ein Neuling als Fraktionschef vor. Schule und Straßen nannte der 41-Jährige als Schwerpunkte der Fraktionsarbeit. Wie aber will die kleinste Gemeinschaft ihre Ziele umsetzen? Ja, also ich würde mir wünschen, dass viele andere auch mit uns zusammenarbeiten oder dass wir gut mit denen zusammenarbeiten können und dass die das vielleicht auch so sehen wie wir, ne? Oder teilweise sehen die das ja auch so. Also das wird sich alles rausstellen, wird man ja hören denn ab dem nächsten Mal und bei den Ausschüssen, was jetzt alles kommt. Und da sind wir gespannt, wie das dann kommt. Ohne Bündnispartner in der Stadtvertretung blieb Manfred Grotzke von der Alternative für Deutschland. Dabei hätte der AfD das Wahlergebnis von 10,4% 3 Stimmen für 3 Sitze, also eine eigene Fraktion, gereicht. Allein es fehlt den Alternativen an Personal in der Barlachstadt. So war Grotzke der einzige Kandidat und die beiden gewonnenen Stühle blieben unbesetzt. Das ist auch der Grund, weswegen die Stadtvertretung anstatt der 29 Mitglieder nur 27 Abgeordnete zählt. Ein weiterer Tagesordnungspunkt der konstituierenden Sitzung war die Verlängerung der Arbeitsverhältnisse von Andreas Brunotte und Jean Weber als erster Stadtrat bzw. zweite Stadträtin. Beide wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.